Halt's Maul, Mann! Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi und heute Pro Evolution Soccer 13. Ja, die Demo habe ich mir runtergeladen. Hab mir noch einen Freund dabei geholt, den Lukas. Hallo, Lukas. Hallo, Tobi. Und ja, wir werden das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen zu zweit zocken. Ist halt nur die Demo, deswegen gibt es jetzt hier noch nicht ganz so viel. Ihr seht ja hier schon das Hauptmenü. Ja, hier im Match könnte man jetzt mit den Nationalmannschaften spielen, ein paar. Sagen, das könnten wir erst einmal machen. Es gibt jetzt hier vier zur Auswahl. Wir nehmen mal, wenn du Italien nimmst, nehmen wir mal Deutschland. Wir sind deutsch. Machen wir mit Strategie? Dann such dir halt eine Strategie aus, wenn es dir hilft. Ja, klar. Immer. Ich brauche keine Strategie. Was man bei PES 30 auf jeden Fall sagen kann, ist wirklich, also man hat versucht, jedes Detail zu beachten. Man hat es wirklich sehr detailgetreu gemacht, sehr realistisch. Und doch, das hilft wirklich. Das hilft wirklich. Man kann auch im Spiel mit dem Trainer zurufen. Ihr werdet auch gleich die Animation von Anfang sehen. Deswegen bin ich auch so ein PES-Fanatiker. Weil das alles, es ist halt wirklich besser. Es ist wirklich besser. Ah, sehr schön. Ja, mit Klose im Sturm wird das was. Der Podolski tun wir auch nicht im Sturm. Wen haben wir denn noch, wenn wir hier vorne reinstellen könnten? Gibt's ja nicht ganz so viele, ne? Okay, würde ich sagen, lassen wir den Miro mal hier. Okay, würde ich sagen, probieren wir mal unser Glück. Jo. Okay, würde ich sagen, starten wir ganz einfach mal. Zur Synchronisation kann ich jetzt schlecht was machen, aber probieren wir es einfach mal. So. Ja, Also ich muss ja theoretisch gewinnen. Du gewinnen? Nee, glaube ich nicht. Das wird nichts. Das wird nichts. Boah, ihr müsstet mal sehen, wie wir hier das Headset positioniert haben. Das ist richtig episch. Das ist richtig episch. So, aber ihr seht jetzt hier schon diese ganzen Animationen von PES. Also es ist wirklich hier, guckt's euch an. Es ist richtig nice. So aber, muss, ja, aber jetzt die Nationalhymne. Ja, wartet okay. Einfach ab. Ja, ihr werdet jetzt sehen. Ah, trotzdem. Es ist trotzdem schön. Also man muss sagen, es ist wirklich trotzdem in Ordnung. Auch die Spielergesichter. Aber man gibt sich schon Mühe. Das ist nicht das Problem. Auch Lahms Körpergröße hier. Eindeutig zu erkennen. Also ich finde es trotzdem sehr schön gemacht. Und ja, jetzt kommen halt hier die ganzen Aufstellungen. So, mit wem spielst du? Ich? Ja. Mit Italien. Oh. Oh, Balotelli. Grüße an Adrian in dieser Stelle. So, und dann würde ich sagen, los geht's. Lukas, mach dich auf die Zerstörung gefasst. Sicherlich nicht, ja. Doch. Es wird. Doch, mach dich auf die Zerstörung gefasst. Also gestern habe ich ja gewonnen, also wollen wir ja keinen sagen. Also wir können dazu sagen, wir haben es gestern schon gespielt. Da hat er ein Spiel gewonnen, den Rest habe ich ihn fertig gemacht. Oh nein. Neuer, hol ihn dir. Jawohl. Okay. Da hat er ein Ei gelegt. Da hat er ein Ei gelegt, der Junge. So, Hummels. Raus. Lang auf Götze. In die Mitte und wieder nach vorne. Ja, ich kann Lukas natürlich jetzt hier nicht alles so spoilern. Das würde ja nur meine Taktik irgendwie dann noch ein bisschen verraten. Nein, nichts, Balotelli. Doch, Balotelli. Der, mit dem spiele ich jetzt nur noch. Oh, und da geht Klose. De Rossi und Klose im Zweikampf. Klose setzt sich durch. Klose setzt sich durch. Oh, was ist denn mit meiner Dings? Ich glaube, ich habe Schießen nicht richtig eingestellt. Verdammt. Ich glaube, ich habe Schießen irgendwie auf Viereck. Kann das sein? Ja, kann sein. Oh, fuck. Das muss ich dann auf jeden Fall dann gleich umstellen. Ich kann das ja mal eben testen, wo ich Schießen habe. Außer ich lass dich nicht. Nee, du lässt mich ja nicht. Was bist du denn für ein Bauer? Ich hab Balotelli. Ich darf das. Ja, deswegen bist du ja ein Bauer. Boah, wie die sich alle reinhechten. Wir können ja auch mal einen langen Ball machen. Ne, dann schießt er. Okay, das heißt, das werden wir jetzt umstellen. Ich weiß nicht, ob das noch im Spiel geht. Controller-Einstellung, Tastenkonfiguration.
Benutzer definiert. Ja, hier. Was ist das denn für Mist? Mann! So. Und jetzt kann ich dich dann auch platt machen, weil ich hätte sonst mit Klose getroffen gerade. Ja, und dann ist das ein Foul oder was? Ja klar, du bist halt total unfair. Ja, nee, geh weg. Stinkst voll und so. Oh, Balotelli, meine Damen und Herren. Balotelli! Ja, Andi Nutella. Andi Nutella Werbebande. So muss das. Ja, hier, wunderschön. Dieser Schuss. Eiskalt. Ja, und da reklamieren sie schon. Wir haben den Ball. Och, machen wir es mal kurz. Hallo Balotelli. Hier, man kann auch hier die Tricks. Alles wunderbar. Oh, und Beinschuss. Mist. Ich gebe dir ja gleich mal einen Abschuss. Beinschuss habe ich gesagt. Ich gebe dir trotzdem einen Abschuss. Nee, brauchst du nicht. COD schlägst du nicht immer. Oh, oh, schade. Schade. Und Mertesacker rettet. Oh Mann, diese ganzen Italiener. Diese ganzen tödlichen Pässe kommen bei mir gerade nicht an. Das nervt mich gerade. So, sehr schön auf Reus. Die tödlichen Pässe, by the way, sind wirklich sehr schön hier zu spielen. Das gefällt mir an PES eh schon die ganze Zeit. Man kann wirklich Kombinationen unglaublich gut spielen. Wenn man es kann. Natürlich das Ding. Ja, nee, bro, guck mal, du machst schon wieder Sachen, die du gar nicht kannst. Ja, lass mich doch. Das ist das ganze Problem. Özil! Özil, das ist ein Foul, meine Damen und Herren. Das ist ein Foul. Eindeutig. Der Özil sagt hier gar nichts. Keine zwei Meinungen. Zieh Özil ein Nonnenkostüm an. Passt. Erstmal Ruhe reinbringen hier. Ich wollte ein paar Zombies, ey. Zombies? Ja. Und da ist es! 1-0! Miro Klose haben wir am Anfang doch die richtige Entscheidung getroffen. Jawohl! Da steht's 1-0! Da schlägt der Outer City Balken aus, wenn ich hier schreie. Jawohl! Nice one! By the way, wir nehmen jetzt fast schon 8 Minuten auf hier. Wir haben gedacht, das Match geht hier noch 5 Minuten. Ja, also... Wird schon ein bisschen länger. Und da ist die Halbzeit! So, das haben wir super gemacht. Jetzt haben wir natürlich einen moralischen Vorteil. Haben Lukas geschädigt in seinem Kopf, ne? Na, aber Lutelli ist trotzdem noch gut drauf. Oh Mann, also wie nennen wir das denn hier dann? Balotelli versus Neuer, die Folge. Oder Deutschland, Italien, Balotelli. Oh Mann, nein, du spielst keinen Stein. Oh fuck, fuck. Los, los, renn. Oh. Jawohl. Oh, da hat er einen Schuss angetäuscht. Und da schießt er, aber Neuer, ganz sicher, der Junge. Ganz sicher. Tja, hättest du einen Engel reingestellt. Nee. Ja, doch. Spiel nach vorne. Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich noch keine rote Karte habe. Ja. Reus. Reus. Da ist das 2-0! Zum Nachdenken. Eiskalt. Ja, der Reus ist echt nicht schlecht, muss man dazu sagen. Die sind einfach nur gut programmiert. Ja, ja. Ja. So, was ist da los im Lager, Lukas? Ich habe meinen Controller verlegt, ich spiel ohne. Ach so, okay. Ja. Okay. Mhm. Dann mache ich mal eben meinen Bildschirm an. So. 2-0, sichere Führung für uns. Sichere Führung, den lassen wir nicht durch den Steilpass. So, und dann bauen wir ganz ruhig auf. Über die Außen. Oh, kein guter Ballverlust. Das, nee, nee, Neuer bleibt drin. Kriegst den Ball. Jawohl. Das ist aber nicht Neuer. Nee, aber fast. Hier, seht ihr, wie schön man das hier spielen kann? Ja, wenn man es könnte, ne? Man muss halt auch dahin spielen, wo die Leute freistehen. Oh! Ja, das war ein Foul. Okay, sehe ich ein. Gibt die gelbe Karte für Hummels. Müssen wir hinnehmen. Da könnten wir jetzt mal eben taktische Änderungen vornehmen. Man kann übrigens, Lukas, das machst du ja jetzt bestimmt. Oh, ja. Dem halbdeutschen Montolivo. In die Beine. Man kann nämlich jetzt, Lukas, wie du das immer machst. Genau, man kann jetzt hier von oben noch einstellen, wo die Leute hinlaufen sollen. Und ich, ihr seht schon, ich kann jetzt hier unten meinen Spielen was zurufen. Bei Standardtaktiken. Die kann man alles im Voraus
einstellen. Da kann man halt wirklich zurufen. So, und... Oh, schade. Ich glaube, dann werde ich auch gleich mal einen Wechsel machen, damit ihr mal die Wechselanimation seht. Wenn eine kommt, ist ja immer... Nee, ich kann ja auch selber wechseln. Oh, steh auf, Reus. Steh auf. Oh, den Ball darf Balotelli... Oh, scheiße, der hatte gelb. Deswegen gut, dass er jetzt den nicht gekriegt hat. Balotelli zaubert sich da durch. Und dann schießt da drüber die Nudel. Ja, hier. Guckt ihn euch an. Man sieht nur seine Augen. Und die Haare. Und die Haare. Aber hier, wie auffällig er das macht. Guckt euch diese Schusstechnik an. Da fehlten nur wenige Mikrometer. Oh, hier seht ihr übrigens die Wechselanimation. Da sehen wir auch wunderschön die Tafel mit den Nummern. Ja, guck, schon wieder so ein Balotelli da, der die Tafel hochhält. Balotelli bringt noch seine Brüder mit aufs Spielfeld. Genau, seine 10 Brüder. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch viel besser wie bei FIFA. Weil bei FIFA kommt ja nur hier ein Spieler, dann wird ins Publikum gesprengt, dann kommt der andere Spieler. Also, ne? Ist halt immer dasselbe. Von Jahr zu Jahr. Außer sie ändern mal was, was ich aber bezweifle. Ja, es gibt auch zu FIFA 13 gibt's keine Demo. Mal so nebenbei. Ja, Neuer, ganz stark. Ganz stark. Also welches Spiel ich mir natürlich holen werde, ist dann FIFA 16. Ja, gibt's auch einen Trailer auf YouTube, müsst ihr euch mal angucken. Oh, oh, schade. Schade. Also man muss sagen, es ist nicht leicht, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Lukas ändert da gediegen seine Taktiken. Steilpass auf Klose. Kommt der an? Nee. Den behalten sie. Die Italiener. So, das Spiel geht in die letzten Minuten. Lukas liegt 2-0 hinten. Das ist eigentlich jetzt nicht mehr richtig zu schaffen, weil jetzt auch gleich das 3-0 kommen könnte. Klose geht durch. Das ist ein klares Foul. Das muss eigentlich rot geben. Das ist eine Notbremse. Pirlo bekommt die rote Karte. So ist es richtig, meine Damen und Herren. So ist es richtig. Ja, und jetzt gibt es hier nochmal einen schönen Doppelwechsel. Özil geht raus. Genau. So. Und Lahm schießt den Freistoß. Okay, versuchen wir's. Und das klappt natürlich nicht. Ah, gibt nochmal einen Eckball. Wird wahrscheinlich die letzte Aktion dieses Spiels. Ja, schade. Dann schießt Balotelli vom Tor aus ein Tor und dein Tor. Ja, das zählt mal zwei. Genau. Promi-Bonus. Genau. Und da kommt nochmal die Ecke. Kriegen wir nochmal den Ball. Nee, das wird's gewesen sein. Oh, und er kommt nochmal durch. So, und die 2 Minuten Nachspielzeit sind vorbei. Oh. Und da gibt's nochmal den Abschluss. Und damit sollte es vorbei sein, oder? Ja, ja. Aber Neuer schießt Balotelli einen Ball in die Fresse. Also. Das musste nochmal sein, damit wir Balotelli nochmal zum Ausdruck bringen können. So, in dem Sinne, ja, das war eine Runde Pro Evolution Soccer 2013. Ja, also ich freue mich auf das Spiel, auf jeden Fall. Ich denke mal, ich würde es mir auch dann zulegen, wenn es raus ist. Und von mir soll es das gewesen sein. Hier, man kann übrigens jetzt die Höhepunkte sich alle angucken. Von Balotelli und ja, seinen Freunden. Ja, hier. Ja, Lukas hat... Du hast deine Chancen nicht genutzt. Guck doch mal, das ist doch... Nee. Das lag an Neuer, der ist zu gut programmiert. Ja, ja, klar. Oh, hier, Balotelli. Millimeter gegen die Nutella-Werbebande. Ja. Sehen wir ja alles. Wunderbar. Gut. In dem Sinne nochmal von mir. Ja. Soll es eigentlich gewesen sein. Aber Lukas bekommt das Schlusswort. Also wenn er jetzt was sagen will, dann kann er das gerne machen. Ich bin raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao sehen. Ja. Ich würde DayZ spielen. Okay. Auf Wiedersehen von uns beiden. Macht's gut. Ja. Das tut.